Pebbles. Der Pebbles lebt bei mir im Terrarium. Er ist ein Brillenkaiman und hier fungiert er sozusagen als Botschafter seiner Art. Weil viele Krokodilarten weltweit sind halt vom Aussterben bedroht. Der Pebbles stammt von einer Farm und wurde dort ursprünglich gezüchtet für die Leder- und Fleischproduktion. Und hier bei mir lebt er eben im Terrarium. Mir ist auch lieber, dass er bei mir im Terrarium lebt, anstatt zu einer Handtasche gemacht worden zu sein. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es ihm hier gut geht. Die heißen nicht umsonst Schnappschildkröte? Ja, genau deswegen. Die können halt schnappen. Die können halt mit ihrem Hals relativ gut raus aus dem Wasser. Wow. Und da sollte man auch nicht den Finger zwischenstecken haben, weil sonst könnte der ab sein. Ja, also die haben ein sehr kräftiges Gebiss. Wenn es blöd läuft, dann ist so ein Finger halt auch ab. Warum finden Sie Krokodile so ganz besonders faszinierend? Also die haben mich schon immer fasziniert. Schon als kleines Kind habe ich mich für die Tiere interessiert. Und im Prinzip wirklich nur aufgrund ihres Verhaltens, weil das nicht so ist, wie die Menschen immer so vermuten. Es sind keine blutrünstigen Monster. Sind wirklich sehr liebevolle Tiere, also die ziehen ja ihre Jungen auf. In der Welt der Reptilien ist das auch so ziemlich einmalig, diese Art von Brutpflege, die die Krokodile betreiben. Und allgemein, es sind sehr vokale Tiere, also die haben ein breites Spektrum an Lautäußerungen. Und das sind alles so Dinge, die mich einfach total faszinieren.